Wer bin ich? Diese Frage werden alle Menschen beantworten können. Aber die meisten werden nur von der Oberfläche sprechen. Von ihrem Matrix-Dasein. Meines Erachtens ist es wichtiger, sich zu fragen und zu ergründen, was ich bin. Was bin ich? Im Inneren meines Wesens. Was ist der Kern meiner Existenz? Ich schaue in den Spiegel und ich weiß, dass ich es bin und doch nicht bin. Ich schaue mir Fotos von mir an und ich sehe ein Baby, ein Kleinkind, einen Jugendlichen und einen Rebellen. Jetzt sehe ich in den Spiegel und sehe einen Mann. Alles verschiedene Körper, denn die Zellen erneuern sich alle 7 Jahre, sollten sie nicht durch Vergiftung jeglicher Art daran gehindert werden. Aber im Grunde habe ich alle 7 Jahre einen neuen Körper. Alleine mir bewusst zu werden, dass ich immer einen neuen Körper zur Verfügung habe, ich aber diese nicht bin, hilft Dinge anders zu sehen. Wenn ich diese Fotos sehe, dann kommen mir diese Stationen in meinem Leben wie unterschiedliche Leben vor. Vielen Menschen ist wichtig zu wissen, wer sie in einem anderen Leben waren. Mir ist dies nicht wichtig, denn man hat genügend mit dem jetzigen Leben zu tun. Außerdem kann man sich bei Rückführung nicht sicher sein, ob man es wirklich war oder es nur Projektionen der Matrix sind. Alle Religionen, Glaubensrichtungen sowie die New Age-Esoterik zerfallen zu Staub, wenn man sie kritisch beleuchtet und hinterfragt. Alles ist purer Satanismus oder eingeimpfter Satanismus, aber dies muss jeder selbst mit sich ausmachen. Genauso verbinden sich Menschen mit dämonischen Kräften, in dem Glauben, es seien aufgestiegene Meister, Heilige oder sogar Jesus. Ihr Ego ist ihr Problem und wird schamlos von diesen Dämonen, von diesen Wesen ausgenutzt. Wir können dankbar für unseren Körper im Hier und Jetzt sein, denn somit haben wir ein Erfahrungsinstrument, um welches wir von anderen Spezies beneidet werden. Ein Erleuchteter benötigt keinen Körper. Nur sind wir, wenn wir es realistisch betrachten, noch sehr weit davon entfernt. Und die Frage ist überhaupt, wollen wir es? Wer krampfhaft versucht, ein solcher zu werden, wird Opfer seines Egos, seiner neuen Programmierung oder dämonischen Kräften. Es ist gut, an sich und in sich zu arbeiten, um zu wachsen. Aber weil du es willst und nicht, weil andere sagen, du sollst dieses oder jenes tun. Es muss schlichtweg aus dir herauskommen. Ob du von außen Impulse annimmst oder nicht, liegt ganz alleine an dir. Es kommt auf deine gesunden Filter an, um abzuwägen, was du annehmen willst und was nicht. Denn wir haben uns lange genug fremdsteuern lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Sich selbst Fragen zu stellen, sich selbst zu beobachten, ist ausgesprochen hilfreich,
um zu verstehen, warum man auf bestimmte Begebenheiten so reagiert, wie man reagiert. Warum kommen dir zum Beispiel Tränen, wenn du einen Film anschaust? Was ist dann gerade in diesem Augenblick der Auslöser? Was berührt dich so tief, dass dir die Tränen laufen? Friere diese Situation dann in dir ein und hinterfrage, was in dir verborgen liegt, was du dir nicht ehrlich angeschaut hast. Denn meistens ist es ein Indiz dafür, dass du den Schmerz, eine schlimme Erfahrung, nicht aufgelöst hast. Wir belügen uns gerne selbst, um uns nicht mit den inneren Ängsten, mit den inneren Verletzungen auseinanderzusetzen. Man kann dramatische Filme für die eigene Analyse nutzen, so zumindest meine Erfahrung. Wer wegschaut, wer sich nicht mit sich selbst und den eigenen Ängsten konfrontiert, der wird irgendwann in der Entwicklung nicht mehr weiterkommen. Jeder hat die Qual der Wahl, oder sollte es besser heißen, die Wahl der Qual? Sich mit sich, seinem inneren Universum zu beschäftigen, wird wunderbare Früchte tragen, auch wenn es viele dunkle Täler gibt, die wir zu durchschreiten haben. Dazu gehört viel Mut, aber am Ende tut es unendlich gut. Was ist unsere tiefste Angst? Warum fühlt man sich oft nicht gut genug? Warum fühlt man sich schlecht? Diesen Dingen auf den Grund zu gehen, war für mich sehr wichtig. Und es gibt einen Mechanismus, um manche Dinge erfolgreich zu ändern. Denn es sind nur die Erinnerungen, die uns quälen. Hat man erkannt, welche Erinnerungen einen ständig und immer wieder in gewissen Situationen herunterzieht, dann ist es schon einmal ein sehr gutes Zeichen, dass man überhaupt das Problem erkannt hat. Denn es beweist, dass man daran arbeiten will, dass man den Mut hat, dahin zu schauen, wo es wirklich weh tut. Schmerzhafte Erinnerungen oder Traumata sind innere, abgespeicherte Bilder, Sequenzen von Situationen, die das gesamte Leben beeinflussen können. Jeder hat diese, und mir hat es geholfen, darüber mit einem lieben Menschen zu sprechen. Doch bin ich weitergegangen und habe eine Situation abgerufen, die mein ganzes Leben bestimmt hat. Ich habe mich quasi zurück in diese Situation begeben. Ich war wieder an diesem Ort. Ich habe nun aktiv diese Erinnerung umgeschrieben, habe mir es vor Augen geführt, also vorgestellt, wie ich anders reagiert habe, wie ich kämpferisch war. Dies habe ich über einen langen Zeitraum immer und immer wieder gemacht, bis ich meine Vergangenheit geändert hatte, für mich geändert hatte. Das Problem existiert nicht mehr. In der Quantenphysik änderst du die Eigenschaften eines Teilchens und somit ändert sich das Teilchen in der Vergangenheit und sogar in der Zukunft. Dieses Prinzip habe ich mir zunutze gemacht und es hat bei mir funktioniert. Visualisierung ist das Zauberwort. Zumindest hat es bei mir funktioniert, denn ich habe eine außerordentliche starke Vorstellungskraft, womit ich allerdings nicht alleine bin, denn du kannst es sicher auch, sonst wärst du nicht hier. Ich bin der Meinung, dass jeder beseelte Mensch dies kann, nur benötigt man den Willen und den Mut, sich diesen Situationen immer wieder auszusetzen und diese vor seinem geistigen Auge zu ändern.
In der Gegenwart kann man die Vergangenheit und die Zukunft verändern, denn alles geschieht nur in unserem Kopf. Nur in unserem Kopf. Realität schöpfen wir durch unser Herzen und durch unsere damit verknüpften Gedanken. Nur muss das Energiepotenzial genügend groß sein. Wir müssen es einfach wirklich wollen. Unser Leben besteht im Grunde genommen aus einer einzigen multidimensionalen fraktalen Gehirnwäsche. Dies zu erkennen, was die Schule, die Universität, die Religion, die Medien mit uns machen, ist essentiell. Denn sie programmieren uns zu einem unbewussten Wesen. Wir können aktiv in uns diese Programmierung auflösen. Allerdings müssen wir diese erkennen, was eine gewisse Erfahrung voraussetzt. Wir ersetzen einfach diese negativen Situationen, also schreiben sie um. Ich sehe heute Filme, Serien mit ganz anderen Augen. Ich schaue einfach hindurch und erkenne die Beweggründe. Wenn man die Agenda, ihr Ziel kennt, dann ist es ganz einfach, alles zu erkennen. Hollywood ist eine Gedankenkontrollmaschine. Und die, die diesem Club angehören, begehen zudem noch physisch unvorstellbare Verbrechen, was manche Menschen einfach nicht sehen wollen, da sie nicht dazu bereit sind, ihre rosarote Brille abzusetzen. Ich habe mir kürzlich eine deutsche Miniserie angeschaut. Es war eine Kriminalserie. Mit dem richtigen Wissen über vergangene Geschehnisse, mit dem Wissen, wie sie eine falsche Realität konstruieren, mit dem Wissen, wie sie Menschen durch die komplette Umkehrung von Fakten ihre Agenda vorantreiben, muss ich sagen, dass es sich nur lohnt, diese Medien anzuschauen, wenn man die Propaganda und Programmierung erkennt. Denn dies ist sogar noch lehrreich. Es werden sehr viele subliminale Botschaften gesendet. Aber wer diesbezüglich ein Bewusstsein entwickelt hat, der ist immun. Dadurch, dass in dieser besagten Serie auch noch auf gewisse Geschehnisse Bezug genommen wurde, die in Wirklichkeit False Flags waren, wird bei unbewussten Menschen eine falsche Wirklichkeit zementiert. Daraufhin habe ich mir die Produzenten und das Netzwerk dahinter angeschaut. Ich sage nur, es war sehr aufschlussreich. Warum habe ich dir jetzt von dieser Serie erzählt? Sie setzen Gedankenkontrolle ein. Und wenn du verstehst, wie du die Prinzipien für dich positiv nutzen kannst, um Traumata zu überschreiben, um zu heilen, dann tue es einfach. Allerdings muss dir bewusst sein, dass es keine Garantie für dich gibt, ob es bei dir funktioniert. Bei mir zumindest funktioniert es. Du entscheidest, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Vielleicht ist für dich ein Psychologe besser. Ich habe mit Psychologen als junger Mensch so meine Erfahrung machen dürfen. Kein Psychologe wird dich heilen. Du kannst nur durch Erkenntnis über dich selbst zur Heilung kommen. Allerdings können sie dich unterstützen, den richtigen Weg zu finden. Aber ehrlich gesagt, gibt es auch viele, die dir rein gar nichts bringen, da sie nicht wissen, wie man den Boden dafür bereitet. Eine kranke Gesellschaft produziert kranke Menschen. Und dies ist kein Zufall, es ist gewollt. Der Kampf findet zumeist nur in dir statt. Schöpfe Mut, denn im Grunde wollen alle Menschen nur das eine. Die meisten wissen es nur noch nicht.
Viele haben es noch nie wirklich erfahren. Was ist das eine? Du kannst es dir sicher selbst beantworten. Erinnere dich an unsere wahren Werte. Erinnere dich, was einen beseelten Menschen ausmacht. Und schicke die Dämonen dahin zurück, wo sie herkommen. Deine wirkliche Kraft beziehst du durch ein reines Herzen. Sei kämpferisch. Du bist nicht alleine. Es gibt viele gute Menschen und sie werden immer mehr, weil sie langsam durchblicken und somit die Frequenz anheben. Wir befinden uns seit Jahrtausenden in einem Krieg um unser Bewusstsein. Nun wird die wahre Welt immer mehr sichtbar. Allerdings muss man hinschauen und nicht wegschauen. Das Bewusstsein wächst, indem man kämpferisch sich mit den dunklen Kräften auseinandersetzt. Denn du bist mächtiger, als du glaubst. Du brauchst nur das richtige Rüstzeug und es liegt an dir, es zu entwickeln. Es liegt an dir, die geistigen Werkzeuge zu entwickeln. Denn als schöpferisches Wesen bist du dazu in der Lage. Wir sind die, die unser Selbst retten und eventuell auch andere, die verstehen wollen. Erinnere dich nicht, wer du bist, sondern was du bist. Erinnere dich an die wahren Werte. Erinnere dich an deine Kräfte, die in dir fließen, und lerne wieder, das echte Dasein zu genießen. Du kannst unendlich groß sein und kannst dich bis in die Unendlichkeit ausdehnen, wenn du akzeptierst, was du bist. Denn in Wirklichkeit bist du ein kosmischer Alchemist. Du bist ein Wesen, welches hier gestrandet ist, welches den Nachteil im Fleische zu deinem Vorteil nutzt, dann vergeht auch der ganze Frust. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann bist du es und du erfährst in dir die Zuversicht. Verzweifle nicht, weil andere nicht erkennen können, denn jeder geht seinen individuellen Weg und akzeptiere, dass es sein kann, dass die Erkenntnis für so manchen kommt zu spät. Lasse los, aber vergesse nicht, denn dies ist des beseelten Wesens Pflicht. Ich verurteile und fühle mich damit gut. Ich bin kein Anhänger dieser satanischen Brut, die sagen, du sollst nicht ver- oder urteilen. Dies macht aber einen schöpferischen Geist aus. Bewahrt meine Seele und mein Seelenhaus. Der Widerstand gegen den Schein, der auf verschiedenen Ebenen pflegt sein Dasein, ist dein Auftrag, ist eventuell deine Bestimmung. Also nehme es an und es dankt dir deine Schwingung. Eventuell ziehen wir andere mit, aber akzeptiere, dass es geht nur Schritt für Schritt.